So. Killen? Ja. So. Also wir sind anscheinend schon in derselben Hal... ist halt... echt nicht so effektiv. High Ground! Das ist doch kein... kann doch nicht Sinn der Sache sein. Es kann doch nicht sein, dass wir uns... nein, das wäre zu simpel. Wo bin ich? Oh. Ach, das ist jetzt in Etappen oder was? Und ob das unterschiedliche Enden verursacht? Ich frage mich eh, hat das Spiel unterschiedliche Enden? Und das, obwohl ich Jude bin und hier Gas ist. Was? Also nur historisch korrekt rezitiert. Schon wieder. Ja, wie in so einem guten Actionfilm. Oha. Ach so. Das stimmt halt schon. Ah, wo bist du? Schon wieder. Oh mein Gott, was ist das? Ja, das ist richtig. Fühl ich das. Bitch Snap. Kacken wir? Oh, Level 2 Weste ausgezogen. Hä? Das sieht mehr aus wie so ein Catfight. Boah, ich weiß es nicht. Alter. Ich habe keine Ahnung.
Oh, wieder Gesundheitsbalken. Das heißt, irgendwas kommt gleich. Achso, ich dachte, das wäre meine. Ja. Alter, wir haben eigentlich zu wenig Drachenleute wieder gehabt. Alter. Das war halt gerade richtig Imp gegen Dorian, ne? Wir dürfen das nicht vergessen. Rainer ist auch tot. Alter, ich dachte schon in die Eier rein. Ich will halt auch nicht, dass irgendeiner stirbt, ja. Ich mache halt nur, was das Spiel mir vorgibt. Ach so, wir sind eh gleich weg, aber du hast doch so ein Rohr. Nein! Nein! Ich hasse das! Ich hasse das! Das ist so schlimm für die Aufnahmen! Die ganze E-Übung! Alter, ist das hart! Ja! Aber ich will den nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich kann nur Rechtsklick machen. Oh, das geht ja wirklich. Kann ich jetzt immer so machen? Was ist das? Hä? Ich glaube auch. Ich habe halt noch nicht voll gezielt, oder? Ich will nicht auf dein Herz schießen. Nee, die bewegt die Maus wie so ein Verrückten. Warte, wenn ich gar nichts mache, was passiert dann? Deine Zeit bewegt sich. Es passiert gar nichts. Ich muss. Alter, das will ich nicht. Vielleicht überlebst du das ja. Oh, das ist so schlimm. Oh. Alter Imp. Ey, das ist so schlimm. Da schwitzen die Augen. Und unbesiegt, würde ich sagen. Oh mein Gott, das ist gut.
Das ist schon schlimm. Es ist echt hart, viel.
Es war's. War ja eine gute eine Folge. Ey, das war schlimm, das Ende. Ja, ist echt so. Das hat halt alles, es hat halt wirklich echt alles so, ja, zerstört. Ja, das Problem. Also an sich ist die Story 10 von 10, aber durch dieses "Wir sind die absoluten Helden, niemand kann uns was" werden halt Punkte abgezogen. Das ist halt das ist das große Problem von dem Spiel gewesen. Dieser doch dezente, häufige Unrealismus. Ja, die ganze Zeit. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Ja. Ja, ich hab so. Ich hab halt so am Anfang habe ich so noch gedacht, ist das wirklich so gut? Aber dann. Nee. Ja. Ja, also am Ende wäre halt echt einzeln besser gewesen. War schon gut. Vor allem halt durch diese, also die, klar, die Dinger, wo du halt selbst rumlaufen konntest und halt, du konntest halt ja immer alles irgendwie dir angucken. Das fand ich halt extremst gut. Die Minigames sind natürlich sowas, sowas ist halt wirklich gut. Ja, also ich. Ja, das stimmt. Also wirklich. Also Hälfte bestimmt. Ja, das Gefängnis ist echt das Problem. Das Spiel heißt ja halt. Ja, das geht halt um einen Ausbruch und dann ist das Gefängnis. Wir hatten halt auch keine Schwierigkeiten. Das fand ich immer so das große Problem. Es gab halt. Alles wurde ja auf den Silberteller präsentiert und war zu einfach. Da hätte man halt echt Rätsel haben müssen, die ein bisschen, wo du echt nachdenken musst und halt mehr Inhalt im Gefängnis. Das sowieso. Ja, vor allem, es gab ja nicht viel Rätsel, ne? Also. Ja, du musst dich umgucken, mit allen eigentlich reden und dann hat sich das Spiel durchgespielt. Ja, das auch. Ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Boah, ich weiß nicht. Also bei einem Speedrun würdest du wahrscheinlich in unter einer Stunde schaffen, wenn überhaupt. Naja. Ja, doch. Ja. Ja, wir wissen ja, wie groß das Problem war, bis wir ein Spiel wie. Das ist ja der Nachfolger von Dead Space 3, dieses Projekt. Und ja. Als Let's Play-Reihe. Und ein Spiel zu finden, was eine gute Story hat und auf Multiplayer aufgebaut ist. Ja, der leitende Faden. Ja, den hatte man halt bei Dying Light nicht. Ja. Naja. Oder Kommentare von den Zuschauern über Spiele dieser Art. Ich habe zwar schon gefragt, aber es gibt ja nicht so viele, wie ich gefunden habe.
Ja, die Frage ist, gab es sie früher, ne? Ja. Ja, und nicht gegeneinander. Außer wie jetzt in diesem Spiel am Ende. Boah, bestimmt. Aber das ist wahrscheinlich. Das ist. Also, ich glaube, es gibt keins, wo niemand stirbt. Ende. Ja. Also, Vincent Ende wird es halt auf jeden Fall geben. Das wird dieselbe Story wahrscheinlich sein am Ende, denke ich mal. Du gibst mir auch einen Brief und dann. Stimmt. Stimmt. Da war ja was. Na. Wir haben 5 Achievements nicht erreicht. Ne, ich glaube nicht. Noch mehr solche Spiele, bitte. Ja. Gut. Das war's. Stimmt. Macht's gut. Mädel, auf.